bin Gerhard Darmstadt, an dieser Hochschule hier in Hamburg Dozent für historische Aufführungspraxis, Barock-Cello-Kammermusik und Barockorchester. Mit dem Barockorchester haben wir ein Projekt gemacht, was in einem Konzert am 3. Juli im Spiegelsaal des Museums für Kunst und Gewerbe gemündet ist. Dort haben wir Konzerte von Telemann, Vivaldi, Pergolesi und Mozart gespielt. Und für diesen Film haben wir das Vivaldi-Konzert in C-Moll für Blockflöte, Streicher und Basso Continuo ausgewählt. Und mein Anliegen mit den Studierenden ist allgemein, sie wegzubringen von technischen Parametern und ihnen einen neuen Weg zum Musikzugang zu vermitteln. Ich bin Hans Bessler, bin Seniorprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ich leite dieses Projekt der Hamburg Open Online University. Die Zielsetzung dessen, was wir mit diesem Projekt eines quellengestützten Arbeitens erreichen wollen, besteht darin zu zeigen, dass man nicht einfach nur Musik machen kann, ohne darüber reflektiert zu haben, worin die Inhalte bestehen und wie diese Inhalte sich musikalisch-technisch ausdrücken. Und jetzt kommen wir zur ersten Staffel sozusagen, der ersten Fragen. Lieber Gerhard, kannst du vielleicht zunächst einmal beschreiben, wie du eigentlich überhaupt zur alten Musik gekommen bist? Normalerweise hat man Cello-Unterricht und wenn man gut ist auf dem Cello oder auf einem anderen Instrument, dann kommt man auf die Idee, an einer Hochschule zu studieren und das Ziel ist dann eigentlich, dass man Orchestermusiker in einem der großen Kulturorchester in Deutschland wird. Wie war das bei dir? Genau das war auch mein Ziel. Als ich an der Folkwang-Schule in Essen bei Mirko Dahner studierte, war das mein Ziel, Orchestermusiker zu werden. Gleichzeitig habe ich sehr viel alte Musik gemacht, habe die Blockflötisten begleitet, gleichzeitig auch sehr viel neue Musik, habe auch Live-Elektronik belegt, was ich damals sehr faszinierend fand, viele Uraufführungen. Und ich war so zweigleisig, einerseits der Spinner, der neue Musik macht und dann einer, der immer alte Musik macht. Und dazwischen habe ich mein normales Programm gearbeitet. Am Ende meines Studiums merkte ich, Orchester ist nicht mein Weg. Ich möchte nicht so fremd dominiert werden und da sitzen und auch eine musikalische Aussage zu haben und die interessiert niemand. Ich muss machen, was jemand sagt, auch wenn ich das gar nicht richtig oder schön finde. Und ich dachte, da gehe ich kaputt. Da gibt es ja eine schöne Parallele mit Nicolas Amancourt, der bei den Wiener Symphonikern gewesen ist und irgendwann gesagt hat, er hält es nicht mehr aus, fremdbestimmt zu sein. Ist das eigentlich für Musiker ein quasi berufliches Todesurteil, wenn man sagt, ich will nicht fremdbestimmt sein? Nicht unbedingt. Also es gibt ja viele Musiker, die sehr gerne im Orchester spielen. Ich finde es auch toll, eine Sinfonie zu spielen. Und wenn man einen besonders guten Dirigenten hat, ist das ein wahres Glück. Es gibt aber auch im Alltag viele Dinge, wo man gar nicht dahinter steht oder auch in dem Moment das gar nicht kann, was man soll, seelisch oder technisch oder auch welchen Gründen auch immer. Und man muss immer funktionieren, man soll immer stillhalten und hat nichts zu sagen. Das ist eigentlich ein Unding, weil man auch nicht in ein Gespräch direkt kommen kann. Das ist bei jedem Orchester anders, aber da liegen jedenfalls Gefahren. Hanoko hat es dann irgendwann nicht ausgehalten, die G-Moll-Symphonie einfach als so eine schöne Kaffeemusik zu spielen oder bei der Matthäus-Passion mit Karl Richter Dinge machen zu sollen, wo er einfach nur noch sagt, das geht nicht, ich verrate mich selber, wenn ich so weitermache. Und hast du selbst eine Krise erlebt? Ich war ja nie in einem Orchester in meinem ganzen Leben. Ich war nur Am Ende des Studiums? Nein. Ich hätte weitermachen können, aber ich hatte einen ganz eigenen Wunsch. Ich wollte wirklich andere Klänge suchen. Als ich Annabels mal hörte, war ich so außer mir. Es war eines der berückendsten Erlebnisse meines Lebens, einen Menschen zu sehen, der so musikalisch spielt, der unglaublich interessant spricht, wo man magisch an seinem Bogen und an seinem Klang hängt, obwohl er noch mit zwei anderen Musikern, die auch die Besten waren, Franz Brücken, war ja nicht zu toppen. Das war einfach ein unglaubliches, zu sehen, wie jemand Continuo spielt. Ich dachte, ich wäre ein guter Continuo-Spieler. Das ist ja vollkommen eine andere Welt, die ich noch suche oder brauche. Und daraufhin hast du was gemacht? Daraufhin habe ich überlegt, wo ich studieren kann. Und ich habe mich dann für Hanoko entschieden, weil er eigentlich der interessanteste Impulsator war. Was mich für ihn sehr eingenommen hat, war, dass er sagte, wenn du was lernen willst, dann musst du warum fragen. Kurz vorher war ich bei August Wenzinger und ich fragte, warum. Und er sagte, wollen Sie was lernen oder nicht? Und das war wie so ein Befreiungsschlag. Kannst du denn ganz kurz noch mal sagen, in welchem Zeitraum das gewesen ist? Ich habe studiert von 71 bis 77 in Essen.
1978 bin ich zur Hanau-Kur gegangen und ich bin dann ein paar Jahre da geblieben. Das war kein regelrechtes Studium. Er hatte 3 Tage in der Woche, war er da am Anfang. Und wir hatten sehr viel Zeit für uns. Wir haben sehr viel für uns geforscht und gesucht. Und als ich das Gefühl hatte, ich wusste, was er jetzt sagen wird, dann bin ich gegangen. Das war so ungefähr 82. Und dann bist du nach Hamburg gekommen? Dann bin ich nach Hamburg gekommen. Wo, was passierte? Ich habe mich verliebt in meine noch jetzige Frau. Und die studierte damals in Hamburg. Mir war es egal, wo ich war. Ich bin sowieso viel rumgereist als Musiker. Und dann bin ich in Hamburg geblieben bis heute. Und hast in Hamburg unter anderem auch ein Orchester gegründet? Ja, das war 83, das habe ich 9 Jahre lang gemacht. Das war für mich ein wunderbarer Weg, ganz vieles auszuprobieren und Musik in einem großen Zusammenhang zu gestalten. Wir haben jede Woche gearbeitet und sehr viele Konzerte gegeben. Es war für uns alle eine wunderbare Erfahrung. Nach 9 Jahren merkte ich, ich schaffe es zeitlich und kräftemäßig nicht, ein ganzes Orchester zu managen, alles einzurichten, alles zu proben. Ich ging da sonst vor die Hunde oder könnte nicht mehr selber Solist sein. Und wir haben uns ganz freundlich getrennt und sind heute noch freundschaftlich verbunden. Nun hast du ja zunächst deine Studien auf der Basis der Musik des Violoncellos gemacht. Konnte man das dann übertragen auf das Orchester, die klangliche Vorstellung eines intimen Instruments wie dem Violoncello einerseits und einem größeren Orchester andererseits, ist ja doch beachtlich. Mhm. Das Gute ist, wenn man Cello spielt, dass man immer unten im Bass sitzt und sowieso die Aufgabe hat, die ganze Musik über sich wahrzunehmen und in Beziehung zu setzen. Und gerade bei Hanukkah habe ich auch gelernt, wie man ein Orchester von unten gestaltet und wie man unten andere Funktionen hat als oben. Das war sehr spannend. Man braucht eine sehr gute Konzertmeisterin, wie ich damals hatte. Wir haben dann wirklich im Team geleitet, ohne Dirigent. Sie hat die Oberstimmen geführt, ich habe den Bass geführt und wir haben das, obwohl wir sehr verschieden spielten, bewusst das dann versucht zu synchronisieren. Und das waren sehr spannende Erfahrungen. Aber das müssen wir noch mal etwas genauer hinbekommen. Was heißt in diesem Fall von unten her aufgebaut? Ja, schon die Komponisten haben in der Regel, wenn sie ein Stück schrieben, nehmen wir Bach, erst mal einen Bass geschrieben. Dann wurde der mit den Schülern beziffert, wie die Idealharmonie ist. Und dann hat man darüber eine Musik gebaut. Wir haben die G-Dur-Geigensonate, die es auch als Triosonate für Flöte und Geige gibt, mit demselben Bass, wo ganz andere Oberstimmen sind. Das Denken von unten ist ganz hierarchisch. Das ist auch, was dann später den Klang betrifft, dass man wie eine Pyramide hat. Unten ist die Basis. Da schreibt Bach sogar in seiner Generalbassschule, dass Bass von Basis kommt, was ja auch stimmt. Und von diesem Fundament aus, das ist auch ein geistiges Fundament, in dem die ganze Musik enthalten ist. Wenn man die Musik vom Bass mit Ziffern spielen würde, wäre eine vollständige Musik da. Man bräuchte kein Orchester. Das Orchester gibt aber ganz andere Facetten von so vielen verschiedenen Regionen und Persönlichkeiten übereinander, dass man der Musik eine ganz andere Aussage verleihen kann, als wenn man alles in ein System packt. Du bist ja noch in den 80er Jahren dann an die Hochschule für Musik und Theater Hamburg gegangen als Dozent. Ist das eigentlich ein schwieriger Sprung gewesen vom aktiven, direkten, unmittelbaren Arbeiten einerseits hin zu einem eher Dozierenden auf der anderen Seite? Ich war ja anfangs die ersten Jahre nur 3 Stunden ein Dozent. Das hat mein Leben nicht groß tangiert. Es war für mich nur eine wunderbare Forschungsreise. Ich musste dann alles auf den Punkt bringen. Und ich habe angefangen, systematisch die ganzen musikalischen Phänomene zu untersuchen und habe mit Entsetzen gesehen, dass die Musikwissenschaft auf unserem Gebiet überhaupt keine Grundlagen hat. Ist das inzwischen besser geworden? Nicht wirklich. Also auch in der riesigen MGG finden wir zu all unseren Fragen keine Artikel, die uns weiterbringen. Die Leute sind glücklich, wenn sie wissen, eine Fermate verlängert die Note um die Hälfte ihres Wertes, aber dass eine Fermate auch kürzer sein konnte und was eine Fermate für Funktionen hat, das ist historisch überhaupt nicht aufgearbeitet. Und bei allen musikalischen Parametern. Wenn man dann noch bedenkt, was ich auch erst im Laufe der Jahre merkte, dass alle musikalischen Gegebenheiten, die man vorfand, im 19. Jahrhundert in das krasse Gegenteil umgeswitcht worden sind, dann sind heute sehr viele Fragen zu beantworten, warum wir immer noch so sind, wie wir sind. Warum wir nicht in eine Diskussion mit dem Gegenteil treten und daraus was finden, was uns eine andere Zukunft beschert, als heute stattfindet.
Das leitet über zur letzten Frage von mir, nämlich wie ist eigentlich das Verhältnis im Rahmen der Arbeit in der Hochschule? Auf der einen Seite haben wir Dozenten, die orientieren sich an der Perspektive, gute Orchestermusiker auszubilden mit den entsprechenden Stellen, die dann einstudiert werden für die Probespiele. Auf der anderen Seite dein Arbeiten, das zumindest nicht in den Vordergrund die technischen Fragen stellt, sondern im Wesentlichen die inhaltlichen Fragen. Reibt sich das in einer Hochschule oder ist es ein Punkt, der zur Lebendigkeit führt? Das reibt sich sehr, weil die Hochschule wirklich die Aufgabe hat, die Musikindustrie zu beliefern auf einem technischen Niveau, was gigantisch ist, und in ganz kurzer Zeit die Leute wirklich zu Langstreckenläufern zu machen, was eine unglaubliche Anforderung ist. Und es bleibt oft gar keine Zeit, subtil in die Musik hineinzuschauen. Und es bleibt auch keine Zeit, den Studierenden gerecht zu werden in ihrer eigenen, für ihr eigenes Entwicklungstempo. Die müssen einfach funktionieren. Wenn nicht, dann sind sie draußen. Könntest du einmal nochmal den Blick zurückwenden? 70er Jahre, als du studiert hast. Heute die Hochschulpraxis. Hat sich da etwas verändert im Hinblick auf den Umgang mit den Quellen, im Hinblick auf das Ausführen dessen, was man über ein quellengestütztes Musizieren bekommt? Dadurch, dass es inzwischen so viele Menschen gibt, die das mit jeder alten Musik verfolgt haben, ist viel mehr Wissen vorhanden. Man kann auch alles digital herunterladen. Wir mussten uns alle Quellen über Mikrofilme besorgen, und zwar sehr mühsam. Heute ist alles zur Verfügung, wird aber, glaube ich, nicht mehr gelesen als damals. Wenn man etwas sich mühsam besorgt, nimmt man es vielleicht stärker auf, als wenn es einfach rumliegt. Und man kann es haben, aber man macht es nicht. Und was in unserem Studium anders war, wir hatten viel mehr Zeit. Wir konnten viel ruhiger studieren. Der Druck war längst nicht so hoch. Auch das Niveau der Aufnahmeprüfungen war viel geringer. Vielleicht auch der Abschlüsse. Da hat sich unglaublich viel getan, was sehr positiv zum Teil ist und zum Teil bedenklich. In unserem nächsten Beitrag werden wir dann darauf kommen, was bedeutet eigentlich konkret quellengestütztes Musizieren, wie geht man mit Quellen um. Herzlichen Dank erst einmal für diesen ersten Teil.